Der Übergang ist vollbracht. Die Gemeinde Dulsberg ist zusammen mit ihrer Kita dort eingezogen, wo vor kurzem noch Baustelle war. Mittlerweile sind die alten Gebäude abgerissen. Drei Monate nach dem Umzug gibt es noch immer kein Außengelände für die Kita. Auch die Stöberstube für die Bewohner des Stadtteils fehlt noch. Und das sind nicht die einzigen Dinge, die noch nicht richtig funktionieren. Ich konnte es mir kaum vorstellen, dass es das sowas geben kann, dass die Kita in der Kirche ist und dass die Kinder in der Kita sind und die Eltern in der Kita sind und wir unter einem Dach sind. Das finde ich einfach wunderbar und das hat mich einfach inspiriert zu sagen, ich komme hierher und ich mache das einfach. Ich habe ja auch muslimische Eltern, die kommen hier in die Kirche jetzt. Und die gucken sich auch den Sakralraum an und die wissen, dass wir eine evangelische Kita sind. Und da gibt es keine Berührungsängste. Ich glaube, wenn man gelernt hat, miteinander zusammen zu rutschen, dann kann das nur Vorteile haben, weil die Arbeit einfach erleichtert wird. Zum Beispiel, wenn Kinder angezogen werden und die gehen dann schon mal ins Foyer und da sind immer Leute von der Gemeinde, die können dann auch einen Blick drauf werfen oder dass man halt auch mit Senioren Gottesdienst feiern kann mit den Kindern oder dass man an den Ressourcen der Gemeinde so ein bisschen knabbern kann, sei es Lesepaten zu haben für die Kinder, dass die Omas und Opas vorbeikommen. Man kann dann irgendwie Marmelade nach alten Rezepten kochen oder Kekse backen zu Weihnachten. Das finde ich ganz, ganz apart und sehr schön, wenn sowas möglich ist. Der Nachteil ist, dass alle zusammen das Gemeindeleben noch mal neu überdenken müssen. Also, dass Seniorengruppen, die Tafel, alle Bereiche, die eine Gemeinde abdeckt, mit der Kita zusammenarbeiten sollten. Also Verständnis füreinander zu haben, um gemeinsam hier leben zu können. Also die Kita wird schon von der Kirche geschluckt, sag ich mal. Weil es einfach auch schwierig ist, die Kita zu präsentieren. Also sonst hat man halt ein großes Banner irgendwo dran, ne, mit Gott groß werden. Und das andere ist, dass die Architekten natürlich auch gedacht haben, also wenn man draußen guckt, da steht groß Frohe Botschaftskirche dran, steht aber nicht Kita. Also das hätte ich mir schon gewünscht, dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier zu zweit drin und nicht nur die Kirche. Und sonst konnte man sich gut aus dem Weg gehen. Es gab zwei verschiedene Eingänge, es gab verschiedene Räumlichkeiten und das ging ganz gut. Und das musste sich zurechtrückeln und ruckeln. Ja, wir sind ja tatsächlich eingezogen und wir bemerken, dass eine große Veränderung stattgefunden hat. Also was wir positiv vermerken auf jeden Fall ist, dass es nicht mehr kalt ist. Die Teilnehmerinnen am Gottesdienst, die Zahl steigt ein bisschen, wohl auch, weil die Menschen vielleicht neugierig sind, wie das denn jetzt ist.
aber auch, weil sie das Gefühl haben, sie möchten in diese neue alte Kirche noch mal reingucken und reinhorchen und gucken, was kann ich hier erleben. Und das finden wir sehr schön. Woran wir noch üben, ist tatsächlich mit diesen neuen Räumen zurechtzukommen. Wir haben noch nicht für alles einen Platz gefunden. Es stehen noch Dinge da, wo sie vielleicht nicht so richtig günstig stehen. Ja, aber wir leben uns gerade ein, so würde ich das beschreiben. Es wäre schön, wenn ich das Gefühl hätte, es wird so benutzt, wie es wirklich gedacht ist. Und das kann sich ändern, aber dass das Gefühl ist, es wird angenommen, ist mit noch sehr kahl und man hat das Gefühl, die Leute, die sich da jetzt drum kümmern, die haben auch gar nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, ein Bild aufzuhängen oder den Raum anders noch in Benutzung zu nehmen. Also Beispiele, die wir wollten ja die Kirche öffnen zum Stadtteil mit den Fenstern nach außen. Wir wollten auch die Büros sozusagen sichtbar machen für die Besucher, die kommen. Und man sieht, es sind teilweise Sachen zugemacht, zugestellt. Warum ist es so? Und ich glaube, das ist nochmal ein Prozess, den man nochmal weiter angehen muss. Es gibt ein Beispiel mit einem Nebeneingang, der eigentlich zum Haupteingang wird. Warum ist das so? Warum hat sich das so entwickelt? Das Gefühl, was bei vielen bei uns vorherrscht, die jetzt hier täglich arbeiten, ist so ein bisschen Zermürbung eigentlich, weil wir gerne möchten, dass das Gebäude fertig ist und zwar so, dass wir das gut benutzen können, aber das konnte sich, ich glaube, niemand wirklich vorstellen in der grauen Theorie beim Konzept erarbeiten. Wie wird sich das denn anfühlen? Also wie werden die Gedanken, die Sie sich in Ihrem Büro gemacht haben und mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie werden die hier umgesetzt werden können oder eben auch nicht? Weil ich glaube, da ist jetzt so ganz viel auch Austausch und sicherlich auch kritischer Austausch nochmal nötig und sagen, hey, wir brauchen das so und euer Konzept sieht so aus. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Oder auch das noch besser leben können, dass sich eigentlich ja die Kirche öffnen soll zum Stadtteil. Also ich verstehe unter Öffnung zum Stadtteil mehrere Dinge. Also Sie verstehen die visuelle Öffnung sozusagen durch die Fenster und durch den Zugang. Das ist ja nur unser Part, den wir machen können mit Architektur. Natürlich gibt es viel mehr, aber wir können ja nur einen Raum schaffen sozusagen, der das ein bisschen mehr ermöglicht. Alles gut. Und inhaltlich ist es nochmal was ganz anderes. Und dieses Inhaltliche ist mir aber ziemlich wichtig, dass ich glaube, also die großen Fenster, nehmen wir mal nur die großen Fenster an einigen Stellen, das ermöglicht die Verdeutlichung unseres inhaltlichen Ansatzes. So, weil wir sagen, das machen wir. Wir sind jetzt nicht mehr diejenigen, die in dieser Festungskirche sitzen und ihr seht uns nicht, sondern wir sind sichtbar und wir machen. Dass wir nun nicht überall und immer sichtbar sind, ist normal. Aber diese Öffnung zum Stadtteil, die gab es schon lange Zeit und sie wird jetzt nur noch mal verdeutlicht, auch durch das Gebäude und das ist was Schönes. Natürlich hofft man, dass es sofort funktioniert, aber es ist ein Prozess. Da würde ich schon gerne noch in der Diskussion bleiben. Dämmern zu. Der Übergang ist geschafft. Es werden weitere folgen. Noch ist die Frohbotschaftskirche nicht vollständig gefüllt.